Während seiner Stimmabgabe in seiner Heimatstadt Aachen ist Unionskanzlerkandidat Armin Laschet ein Fehler unterlaufen. Und zwar konnte jeder sehen, was der Chef der CDU gewählt hat, nämlich seine eigene Partei. Der Wähler müsse den Stimmzettel so falten, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist, heißt es auf der Webseite des Bundeswahlleiters. Doch Laschets Kreuze waren klar und deutlich zu sehen. Sollte die Stimmabgabe erkennbar sein, müsste der Wahlvorstand den Wähler zurückweisen, heißt es weiter auf der Wahlleiter-Webseite. Laschet war mit seiner Frau Susanne in Aachen bei der Stimmabgabe. Dort hatte im Wahlkampf-Endspurt erst gestern noch Bundeskanzlerin Angela Merkel die Werbetrommel für ihn gerührt. Bei der Bundestagswahl haben rund 60,4 Millionen Wahlberechtigte bis 18 Uhr Zeit, ihre Stimme abzugeben. Ja, Armin Laschet hat falsch gewählt bei der Bundestagswahl. Also, was heißt falsch gewählt? Man konnte halt sehen, was er gewählt hat. Es war seine eigene Partei. Dass seine Stimme. Es war seine eigene Partei, CDU. Ja. Die Stimme ist aber gültig. Aber ich finde den Aufschrei so unnötig, den es da gibt. Da gab. Ja, das kann mal passieren, es ist menschlich. Außerdem, es hat ihn ja niemand aufgehalten. Sein Brief. Also seinen Stimmzettel dann nicht reinzuwerfen. Und außerdem ist es ja auch keine allzu große Überraschung, dass er beide Stimmen CDU gibt. Von der Partei von weil Armin Laschet ja Mitglied in der CDU ist. Also so richtig Wahlgeheimnis ist es ja nicht bei Armin Laschet. Ich glaube, genau deswegen wurde es galt die Stimme von Armin Laschet auch als gültig. Aber das andere hätte mich auch gewundert. Also ich finde es nicht schlimm, dass Armin Laschet so gesehen ungültig oder falsch gewählt hat, dass diesen Fehler unterlaufen ist. Kann passieren. Klar, sollte nicht passieren, aber es ist ja keine Überraschung, dass er CDU gewählt hat. Ja, was hattet ihr von diesem Fail von Armin Laschet? Findet ihr den Fail auch nicht schlimm oder findet ihr es schlimm? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich finde den Fail überhaupt nicht schlimm. Weil es ist klar, dass er CDU gewählt hat.